Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Gesco AG blickt auf ein ausgesprochen erfreuliches Geschäftsjahr zurück. Im Jahre 2010 hat sich in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Situation sehr positiv entwickelt und die Gesco AG konnte hiervon überproportional profitieren. Der Konzernumsatz hat sich in unserem Geschäftsjahr 2010-2011 um 21% auf rund 335 Millionen Euro erhöht. Der Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter stieg sogar um 71% auf etwas über 15,2 Millionen Euro. Diese Zahlen liegen leicht über der letzten Plananhebung vom Februar 2011 und liegen deutlich über der Planung, die wir im Juni des letzten Jahres für dieses Geschäftsjahr veröffentlicht hatten. Der Auftragseingang entwickelte sich noch positiver und wuchs mit rund 75% auf 377 Millionen Euro. Warum konnte die Gesco AG so stark vom wirtschaftlichen Aufschwung profitieren? Einige Gründe liegen sicherlich darin, dass wir im Krisenjahr 2009 die Grundlagen für diesen Aufschwung gelegt haben. An erster Stelle sind hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nennen. Es war damals unsere Strategie, die Kernbelegschaften der Gruppe nicht anzutasten und keine Massenentlassungen auszusprechen. Diese Strategie hat sich bewährt, denn als der Aufschwung einsetzte, hatten wir in ausreichender Zahl qualifizierte und auch sehr motivierte Mitarbeiter an Bord, um diesen Aufschwung zu bewältigen. Ein zweiter Punkt war sicherlich, dass wir im Krisenjahr nicht gezwungen waren, unser Working Capital dramatisch zu reduzieren und Lagerbestände abzubauen. Dementsprechend waren wir, als 2010 der Aufschwung einsetzte, in vollem Umfang lieferfähig, anders als manche Wettbewerber, und hierdurch konnten wir einige neue Kunden gewinnen. Als dritter Faktor sind die antizyklischen Investitionen, die wir in 2009 getätigt haben, zu nennen. Von diesen Investitionen haben wir im Aufschwung natürlich auch profitiert. Es stellt sich jetzt die Frage, ob von dieser positiven Entwicklung auch die Aktie profitieren konnte. Dies ist der Fall, denn im Geschäftsjahr stieg unser Aktienkurs um 47%. Damit haben wir den SDAX deutlich outperformt. Neben der Kursentwicklung ist für die Rendite des Aktionärs natürlich auch die Dividende ein wichtiger Faktor. Aufgrund der stark gestiegenen Gewinne werden Vorstand und Aufsichtsrat der diesjährigen Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag von 2 Euro unterbreiten. Dieser Vorschlag liegt um 54% über der Dividende des Vorjahres. Wenden wir jetzt den Blick nach vorne und stellen uns der Frage, wie es weitergeht. Die Ausgangslage ist sicherlich hervorragend. Im letzten Jahr hat sich der Auftragsbestand von einem Anfangswert von 91 Millionen Euro auf einen Endwert von 132 Millionen Euro aufgebaut. Auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres konnten wir mit 115 Millionen Euro einen hervorragenden Auftragseingang verzeichnen. Wir schauen jetzt auf 5 Quartale mit Auftragseingang über Umsatz zurück, was ein deutliches Indiz für weiteres Wachstum darstellt. Andererseits darf man natürlich gesamtwirtschaftliche Risiken nicht völlig ausblenden. Hier sind zum Beispiel die Probleme durch hohe Staatsverschuldung oder Risiken aus den Katastrophen in Japan zu nennen. Konkret gibt es derzeit in unserer Gruppe allerdings keine Anzeichen für einen Einbruch des Geschäftes. Wir sind daher für das neue Geschäftsjahr optimistisch und haben daher eine Planung herausgegeben, die einen Konzernumsatz von 390 Millionen Euro beinhaltet und einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter von rund 19 Millionen Euro. Um dieses Wachstum auch nachhaltig abzusichern und die Potenziale, die in unseren Tochtergesellschaften liegen, zu heben, werden wir in diesem Jahr auf einem Rekordniveau in die Gruppe investieren. Wir planen rund 20 Millionen Euro in die räumliche und technische Erweiterung unserer Tochtergesellschaften zu investieren. Unsere Bilanz ist sehr gesund.
mit hohem Eigenkapital, hoher Liquidität und niedriger Verschuldung ist es kein Problem, ein solches Investitionsprogramm zu stemmen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass wir sehr optimistisch in die Zukunft schauen und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch zukünftig als Aktionäre begleiten würden. Vielen Dank.